Hallo und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge habe ich mich tatsächlich ein bisschen in Rage geredet. Inzwischen habe ich mich auch ein bisschen beruhigt. Ich denke, mein Punkt ist auch übergekommen. Und ich bedanke mich für euer Feedback unter der letzten Folge dazu. Und jetzt machen wir einfach weiter hier. So, ja, wir haben momentan erstmal nicht genug Wartung. Das könnte ein Problem werden. Da sind wir gerade dabei, hier noch ein zweites Wartungscenter zu bestücken. Das hat im Moment noch fehlende Materialien. Was fehlt denn da jetzt noch? Eigentlich nur Elektronik. Und Elektronik ist ein Problem. Genau, hatten wir schon festgestellt. Deswegen haben wir hier bei der Elektronik Montage entsprechend erhöht und festgestellt, dass Kupfer fehlt. Im Moment ist wieder genug da. Nee, fehlende Materialien. Was fehlt denn jetzt? Der braucht 6 Gummi und er braucht 24 Kupfer. Genau, und das fehlt. So. Kupfer. Wir fahren das ganze Kupfer hier raus. ja, sehr interessante Konstruktion hier. Und deswegen verschwindet das halt alles direkt auf dem Band. Und deswegen müssen wir hier nochmal ein zweites Lagerhaus bauen. Beziehungsweise verhindern wir jetzt erstmal, dass das alles verschwindet. So. Weil da kommt nämlich gerade Nachschub und der könnte prima abgeholt werden. Aber wenn der gleich wieder aufs Band geht, dann kann das eben nicht abgeholt werden. Allerdings ist auch hier unser Kupfer inzwischen schon... Ja, hier wird Gott sei Dank nichts nachgezogen gerade. Aber hier fertigen wir ja die... Ach, hier fertigen wir ja auch Elektronik. Ah, und im Moment. Oh. Das ist da richtig. Wir machen ja hier... Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Wir fördern ja hier Elektronik, aber die geht halt direkt weiter. Hierhin. Warte mal, wie viel Elektronik brauchen wir hier? 6. Und wir fördern... 8. Okay. Ja, was wir machen müssten, wäre eigentlich hier noch einen von daneben bauen. Hier noch einen von daneben bauen. Naja. Schon irgendwie richtig. Und dann brauchen wir hier noch ein Lager. Und das müssen wir anders machen. Da würde ich sagen... Ich möchte einen Teil ins Lager und einen anderen Teil... in ein anderes Lager, wo nichts von abgeholt wird. Wir könnten das jetzt so bauen. Aber das, nee, da verschwindet dann wieder alles. Nee, eigentlich war das schon ganz richtig so. Eigentlich hätten wir es auch so lassen können. So. Ja, ist jetzt nicht super sauber. Aber wir brauchen das jetzt schnell. Da müssen wir auch die Verbindung eben wieder herstellen. Jetzt liegt das hier nämlich alles drin. Okay, das mal eben direkt bauen. Das müssten wir eigentlich auch sofort bauen können. So, und jetzt, ich wünsche, das wird nicht immer mitten in der Mitte auftauchen, wenn ich hier draufklicke. So. Merkt er sich das jetzt, dass ich das da habe? Das sieht so aus. So, hier wollen wir auch Elektronik produzieren. So. Und...
Ja, und hier baue ich es doch wieder so, wie es vorher war. Oh. Oh, nee. Okay. So, und jetzt ist das hier zwar nicht super sauber, aber wir haben jetzt einen Teil, der eben hier für die Produktion weitergeht, die wir, also für die fortschrittlichen Komponenten, Konstruktionsteile 2 und hier Teil für die andere. So, und jetzt müssen wir wirklich den Kupfer-Output noch erhöhen. Beziehungsweise wir müssen einfach dafür sorgen, dass hier mehr Kupfer kommt. Das ist schon wieder. Entweder ist der LKW gerade tanken oder vielleicht ist er auch kaputt, weil er Wartung braucht. Das wäre natürlich ein großes Problem. Nee, der hat gerade verkippt. Und ja, die Verkippungsstelle ist natürlich maximal weit weg. Ja, okay. Immerhin, die Wartung erhöht sich jetzt. Interessant, dass Wartung hier gar nicht... Wartung ist halt hier so ein abstrakter Wert. Und wir kommen manchmal auch schon ans Limit unseres Stromnetzes. Jetzt müssen wir aber mal schauen. Der zieht 3. Wie viel produzieren wir denn? Oh, genug. 24. 48. Ja, okay. Dann in dem Fall können wir einfach dazu bauen. Brauchen wir auch Elektronik für? Wir brauchen alles. Alles fehlt momentan. So. Okay. Ja, das Ding hier wird keinen Kupfer mehr kriegen. Deswegen würde ich das tatsächlich abreißen jetzt. So, da kommt ein bisschen Kupfer vielleicht. Oh. Ja, wir müssen dringend jetzt Kupfer in den Griff kriegen. Das ist im Moment das Hauptproblem. Und jetzt hat er hier... Jetzt hat er hier Gestein und wird's nicht los. Ach, sowas Blödes. Ist halt super viel Kupfer, aber da war halt wahrscheinlich auch ein bisschen Gestein und das hat er jetzt halt aus dem Stück rausgeholt gerade. Ja, so ist das halt. Und jetzt müssen wir Gestein verkippen irgendwo und wir haben nichts zum Verkippen. Wir haben aktuell nichts mehr zum Verkippen. Dann mache ich hier jetzt noch eine Verkippung, noch eine Rampe dran. Mir fällt gerade nichts Besseres ein, also... Abgeschlossen, Frachtdepot, jetzt... Okay, das gucken wir uns gleich an, das war die Forschung. Das mit der Wartung macht mir gerade Sorgen. Gefühl sagt mir, dass das mit der Wartung sehr wichtig ist. Das ist auch falsch. Ist das Verkippung? Ja. So. Ja, aber hier ist zu viel, ne? Hä? Was ist das denn für ein... Das ist ein schlechter Ort für eine Rampe. Egal.
Er wird sein Gestein los, das ist gerade die Hauptsache. Und da kommt Kupfer, so. Und wir brauchen noch einen Bagger, das muss jetzt leider sein. Weil Kupfer geht zu langsam. So, Wartung, Wartung, Wartung. Fehlende Materialien. Haben die auch Warenzugänge? Ja, hätten sie. Ich sehe gerade, dass die mechanischen Teile auch relativ knapp sind. Davon produzieren wir auch zu wenig. Fahrzeugteile haben wir genug. Ich glaube, der muss diesen Produktionszyklus zu Ende bringen, bevor der damit anfängt. Was zur Hölle? So, und jetzt nehmen wir uns ein anderes Eisenlager, ja. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass die LKWs hier weiterfahren können. Wenn es von da geht, dann muss es doch von hier auch gehen. Hä? Egal. Keine Ahnung, warum es von hier runter geht dahin und hier ist es zu hoch, sodass er da noch so eine Schleife bauen muss. Komisch. Das, ja, manche Sachen sind halt wirklich nicht leicht nachzuvollziehen. So, mechanische Teile haben wir damit ein bisschen besser aufgestellt. Hier, das kann auch sofort geliefert werden. Das haben wir alles da. So, und jetzt nochmal zur Elektronik. Wie sieht's beim Kupfer aus? Ist der Bagger fertig? Der Bagger ist fertig. Ja, habe ich drei. So. So, was ist unser maximaler Output hier? 19,5. 24. Moment, hier kommt 24 raus, 12 Gebrauch, genau. Das ist genau das richtige Verhältnis hier. Also, wenn wir das verdoppeln wollten, müssten wir hier nochmal genau das, den ganzen Zweig nochmal verdoppeln. Aber eigentlich müsste, ja, 19,5 müsste eigentlich reichen.
Eigentlich ist auch das hier das Hauptproblem. Ja, ein bisschen Geduld brauchen wir halt. Auf jeden Fall ist jetzt hier genug drin. Es läuft kontinuierlich weiter. Ach so. Das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Das hier macht leider nicht Sinn, weil es nicht angeschlossen werden kann. Weil wir hier nicht an die Rampe dran können. Oh. Umdrehen. So rum.
Da wird auch ein Schuh draus. Okay. So, und jetzt das Stück hier weg. Und dann gehen wir da ordentlich dran. So, und dann lügt das auch wieder. So, aus Kupfer und Kohle. Und Geschmolzen. Moment. Ja, so. Das ist das richtige Rezept. Immer noch zu wenig Kupfer ran. Ich bin mir überlegen, ob wir hier einfach jetzt tief gehen. Nur da müssen wir auch wahrscheinlich Supportwände bauen. Und das wollte ich eigentlich jetzt hier noch nicht so machen. Weil wir noch so viel oberirdisch auch haben. Halt irgendwie schon mit Leben jetzt. So, hier müsste man jetzt eigentlich Bergbau machen, damit die Rampe fertig wird, glaube ich. Weil, ja, ich habe das schlecht angesetzt. Das ist halt einfach blöd gelaufen. So, wir entfernen das Verkippungsgebiet jetzt mal. Das ist fertig. Wir machen einfach nochmal Neues. Und zwar hier daneben, weil da können wir sauber dran. So, dann abwärts. Zack. So, hier kann gut und sauber verkippt werden. Keine Ahnung, warum die nicht hier reinfüllen. Ach. Ah, sollen ja noch Kupfer jetzt annehmen, ne? Für den war es zu spät, aber der wird gleich hier direkt abliefern. Und dann geht das alles schneller, schneller, schneller. Darauf kommst du mich jetzt gerade so ein bisschen an. So, dann können wir hier die Zuleitung bauen. Die Zuleitung können wir bauen. Und hier bauen wir unreines Kupfer, unreines Kupfer. Moment, so, kein Eisen. Einfach nur so. Das andere war schon an. Und dann gibt es hier noch den Abtransport. Nee, das war jetzt Blödsinn. So, ach, wisst ihr was? Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Wir haben ja extra schön hier diese Copy-Funktion. Sollte man einfach öfter nutzen. Schade, das mit dem Rohr, das passt nur leider so nicht. Okay, dann bauen wir es aber von Hand. Eins, zwei, drei, vier. Ja, jetzt kommt die nächste Rohrleitung, die im Weg ist.
Okay. Ich muss hier doch mehr LKWs bereitstellen, weil die fahren zu oft zum Abkippen weiter weg und dann ist keiner da und der Bagger wartet mit seiner Schippe voll Kupfer und wird es nicht los. Das ist doof. Nee, jetzt sag mal bitte nicht, dass da irgendwas. Ach so, das Ding ist wieder an. So. Ich frage mich schon, warum baut der das nicht? Warum snappt der das nicht an? Ja, ich habe den Magnetismus hier deaktiviert. Und dann snappt der nichts mehr an. So. Okay, schnell liefern. Schnell liefern. Hier ist schon richtig eingestellt. So, das hier ist. Kupfer. Kupfer. Okay, so. Ich denke, ist ja noch genug da, da kommt gerade was rein. Ich denke, die Verdopplung der Kupferproduktion, die geht so in Ordnung. Jetzt müssen wir wirklich nur noch mal hier ein paar mehr LKW einstellen. Also ich würde mal tatsächlich sogar verdoppeln. Wie gesagt, sie fahren jetzt gerade beide und haben keine Kohle dabei. Haben kein Kupfer dabei, sondern müssen irgendwie Gestein abkippen. Oder ja, wer weiß, was hier sonst noch so zu finden ist. Und das ist natürlich blöd. So, ja, hier ist noch genug. Also, das Gebiet bearbeiten würde ich jetzt nicht. Das passt noch. So, alles klar. Ich denke, dann haben wir doch in dieser Folge mal genug gemacht. Nur die ganze Forschung, die habe ich jetzt natürlich ignoriert. Da müssen wir jetzt mal noch was finden. Hier sind die besseren Rohrleitungen schon. Wartungsdepot 2, ja, das ist vielleicht tatsächlich keine schlechte Idee. Denn Wartung ist ja momentan ein Problem, aber auch wegen Elektronikteilen. Und das wird jetzt... Ja gut, hier ist zumindest immer Kupfer da. Das heißt, wir werden das jetzt hier verbessern. Jetzt kann ich das nicht schnell liefern. Aber wir können immer nicht genug Elektronik haben. Die reinste Ironie. Hier liegt das ganze Band voll Elektronik.
Jetzt, so. Dadurch kriegen wir schneller mehr Elektronik verfügbar für alle anderen Dinge, die nicht hier in die Produktion gehen. Jetzt wird natürlich auch mehr Material benötigt und wir könnten jetzt sogar nochmal richtig Gas geben hier mit Einigkeit. So, und das ist jetzt genau das, was wir brauchen. Nur jetzt zieht sich die Anlage auch Kupfer und das muss jetzt kommen. Aber es kommt jetzt. Kupfer ist jetzt unterwegs. Ja, und sobald wir hier die Laster haben, wird das hier auch besser. Wahnsinn, wie wichtig Kupfer ist. Also das darf man nicht unterschätzen. So. Ja, Frachtdepot. Wir könnten jetzt hier vorne am Hafen noch ein bisschen aufbauen. Das machen wir in der nächsten Folge, wenn ich dran denke. Und dann sehen wir uns dann wieder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.